Hallo und herzlich willkommen zu The Forest Propestors Folge 30. Ich habe einen Vogel auf der Hand. Hallo, ich hab doch ge. Was? Gehst du wieder Fackel von unserem. Wow. Headshot! Oh nein, doch nicht. Die Headshot-Zeit ist. Nein! Hallo, nein! Waffe wechseln! Ich habe Headshot, 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 alles gut, oh. Alles gut. Wo sind die anderen? Boom, Headshot, perfekt. Jawohl. Der eine haut ab. Hä, lol, wie sie sogar über die Baumstümpfe so einen Jump machen. Schon krass. Ja, ganz cool. Ah, der kommt zurück. Dass ich nicht reisen kann. Nein, daneben. Dann. Lol, getroffen, perfekt, geil. Nice. Weiter. Warte, ich glaube, wir müssen noch so ein Knochending bauen. Ja. Na gut, wenn du dann wieder ein bisschen Stoff hast, dann ist die Knochen wieder. Ja, Alter. Obwohl, für die ganzen Lichter und sowas, ne? Ja, gut, da brauchen wir auch viele Knochen. Viele gut, also Knochen. Aber jetzt aktuell, das ist schon. So, ganz cool. Wir haben doch noch ein Lager. Haben wir jetzt noch ein Lager oder nicht? Nee. Das sollte eigentlich nur Essen werden, ne? Genau, also hier, wo du gerade drin bist, ist eigentlich nur Essen und darum bauen wir das andere Ding da drüben, oder? Ah, ja, genau, das sollte Lager 2.0 werden, ne? Ja, dann baue ich da noch mal schnell so ein Knochending hin. Oder? Ja, schadet nicht. Knochenrahmen. Alles klar. Schädel, Dicken. Wie oft ich jetzt einfach Tab drücke, um ins scheiß Inventar zu kommen, ey. Von welchem Spiel war denn das? In jedem fucking Spiel ist es eigentlich so, dass man Tab drückt fürs Inventar. Oder relativ oft. Kommt zumindest davon. Jetzt immer wieder I drücken, das ist so gut. Also aktuell zumindest. Ein Vogel ist fertig. Nom, 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 nom. Mir gerade so unschlüssig, wo ich den Kack hin tue. Ja gut. Siehst du, würde ich das am liebsten aufrutschen. Aber nee, geht wieder nicht. Das mal drehen. So, und das tun wir das mal einmal. Perfekto. Hallo? Weil das Ding ist schon voll, oder? Ich glaube, das da hinten ist voll, ja. Ne. Was? Jetzt ist es voll. Okay. Passt. Vogel? Ne, ist glaube ich immer noch nicht voll. Hä, hey, lol, wie viel passen da rein? Holy shit. Extrem viel, oder? Doch, jetzt ist es voll. Alles klar. Es ist richtig volles Ding. Ja, wenigstens das mal aus. Das sind 50 da, Knochen oder so. Weißt okay. du, da sind sie wieder so, dass du richtig einen Platz ausnutzt und da hast du dir bei den Regalen dann wieder, da sind sie wieder richtig haschig. Ja, weil jede Dose braucht 5 cm Radius Platz. Ja, ist klar. Ich glaube, wir müssen bald schlafen. Also ich bleibe mal am Lager und gehe jetzt kein. Oh, wo kann man denn schlafen? Man könnte sogar schon schlafen. Ja, ein bisschen oder warte ich noch ab, oder? Ja. Es soll schon richtig dunkel werden. Die Dinger, die brauchen wir eigentlich bald nimmer. Das ist ja irgendwie, benutzen wir die eh nie. Ne? Ja gut, aktuell bei diesen ganzen Bauprojekten halt. Aber ja, ich. Ja, man kann es ja mal lassen. Ja, wir lassen es einfach, stellt ja keinen. Na, Hasi, Hasi. Ja, Pupsi, Pupsi, Pupsi. Ja, Pucci, 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 Pucci. Ja, ganz so.
Huppala, und die Axt ist ausgekommen. So aus, als den gedrückt oder so. Oh, tot. Gut, also die Stein. Spenden ja nicht gerade sehr viel Licht, diese Dinger, ne? Nee, aber es ist besser wie nichts. Mensch, der müsste eigentlich alles zuklatschen. Klatschomat, also. Den ganzen ja, man Weg kann ja vielleicht so links und rechts so ein Lämpchen hinbauen, hm? So wie hier. Oder ist das sonst viel? Ich weiß nicht. Also hier. Ich weiß nicht. Ja, wo, wir brauchen ja draußen nichts, diese Fettbeleuchtung. Also Hauptsache in den Gebäuden an sich ist dann schon hell. Ja, eigentlich schon. So nur eine kleine Wegbeleuchtung eigentlich bloß. So passt ja, eigentlich. Also ich sehe genug. Also ich sehe eigentlich echt genug. So, jetzt können wir schlafen. Jo. Erstmal speichern und schlafen. Speichern, dann geht. Lass. Ich würde dich. Ach, danke. So. Tür muss schon zu sein bei unseren nächtlichen Aktivitäten. Ja, dieses fette Fenster. Ein Vogel ist davon geflogen. Ich wollte dich gerade essen. Ich habe ja schon wieder Hunger. Hey, ja klar, wir haben ja gerade geschlafen. Soll ich jetzt was essen? Was? Komm. Dann noch was trinken. Warum laufen wir eigentlich hier hinter, wenn wir da drin eigentlich auch so ein Ding stehen haben? Ich verstehe das nicht. Ja. Moment, lass mich nochmal kurz nachgucken. Ah ja! Wir sind echt wirklich aus. Oh mein Gott, wir sind solche Bobs. Ich habe es echt nicht bewusst, dass wir dann eins geklaut haben. So. Jetzt also machen wir eigentlich auch wieder. Ah, die Mauer ist bald fertig. Das schaffen wir die Folge. Das schaffen wir die Folge. Das schaffen wir die Folge. Ja. Achso, ich sollte jetzt mal. Nein! Bampeln. Nicht ablecken müssen. Nein, nein, nein. Ich, da hinten oder hier vorne? Ach ja, genau. Dann da nach hinten. Ja, haben wir gesagt. Schade, dass ich da nicht mitfahren kann. Das wäre lustig. Ne. Obwohl ist ja relativ weit weg da hinten. Naja. Ja, eigentlich ist sie fast weiter weg. Wie. Ja, dann alles. Ist ja krass. Aber hier, komm, die drei nehme ich mit. Los. Die vier, die fünf, die nehme ich mit. So. Das ist erstmal meine Ausdauer. Ich muss gerade ein bisschen gucken, damit die nicht in unsere, in die Richtung von unserem Dorf fliegt. Ja. Blub. So, Baumfällen, Baumfällen, das sind wir wieder beim Baumfällen. Ich muss mich entschuldigen für die letzte Folge. Dass die Tonqualität ein bisschen anders ist wie bei den anderen. Hm. Wieso das? Ja, ich hatte was ausprobiert. Und, oh Gott, der fällt in die verkehrte Richtung. Ich hatte mal was ausprobiert und ich hatte es vergessen, ehrlich gesagt. Dass das noch aktiv ist. Und ja. Deswegen hört sich das ein bisschen anders an. Es hört sich nämlich furchtbar an. Es heilt vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Es hört sich nicht das hört sich nicht so natürlich an, es hört sich nur digital an. Aber ich glaube, das ist bei einer Folge abzusehen. Das ist, glaube ich. Das haben sie herausgefunden, dass du eigentlich ein Roboter bist. Was? Was laberst du für Kacke? Wenn du auf mal digital stimmst. Geh mal lieber wieder zurück in den Keller, wo du eigentlich eingesperrt gehörst. Da gibt mir die einmal Freilauf, weißt du? Und dann. Jetzt war er raus. Wie viele Bäume brauchen wir eigentlich? Hey, warum brauchen wir immer noch so viele Bäume? Ja, wegen dem Turm und wegen dem scheiß Lagerhaus. Den will ich glaube, der Turm braucht richtig viel Holz, glaube ich. Nee, ich glaube eher, dass das Lagerhaus am meisten braucht. Also, das ist also nur der Boden da, es sind dann noch nicht mal die Wände da. Ja, gut, aber der Turm braucht schon mal allein 60 Stücke. Und dann sind da bestimmt auch noch. Jawohl, vielleicht Turm und Lagerhaus so Hälfte-Hälfte wahrscheinlich schon. Ja, das könnte sein, ja. Ich würde aber echt gern mal, also jetzt, nachdem wir die scheiß Mauer da fertig haben, weil langsam nervt mich die Mauer, ich meine, wie viele Folgen sind wir jetzt schon dran, würde ich aber auch gern mal, mal wieder Stoff organisieren, oder mal die, einfach die Insel mal erkundschaften, einmal mal eine Inseltour machen.
Weißt du, vielleicht gar nicht unbedingt Höhlen, aber wenigstens mal eine Inseltour machen. Oder vielleicht mal ein paar Dinger suchen, wo man die Plätze... What the fuck? Was? Hier ist die Mauer kaputt. Hä, warum? Was ist passiert? Da ist der Baum draufgeflogen wahrscheinlich. Oh mein Gott. Wir haben es fast geschafft. Und da kommt so was daher. Nein. Oh, ist das zum Biepen. Nee, vielleicht mal irgendwie mehr so Plätze finden, die man aufspringen kann, weil mittlerweile haben wir ja eigentlich Bomben. Eigentlich können wir das mal auch mal anfangen. Ja, da hinten habe ich ja damals mal ein... Was ist damals? Vor ein paar Folgen da markiert. Manchmal kniet es sich so beim ersten Schlag hin, was ich nie so ganz kapiere. Oder da, wo das Loch ist, war ja, glaube ich, kein Tor, oder? Sag mal, da haben wir zwei Fahnen. Guck mal, da haben wir zwei Fahnen blau markiert. Das, ich weiß noch, blau war, dass wir da noch tauchen müssen. Ja. Haben wir aber das die eine Höhle nicht gemacht, wo wir getaucht haben? Oder war das eine andere? Ich weiß, wir haben mal die fertigen Höhlen nochmal weiß gemacht, damit wir die auch gar nicht mehr sehen. Ja. Oh, die andere Falle ist auch ausgelöst, aber es ist nichts drin. Oder ist da was drin? Nee, ich glaube nicht. Nee, da war nichts drin. Oh Mann. Sag mal, holst du mal wieder ein bisschen Holz, oder? Ja, ich versuche hier gerade das Loch zu stopfen. Geht nicht, oder was? Ja, weil irgendwie dieser blöde Stein im Weg ist. Ja, hey, wo kommt überhaupt der Stein her? Warum haben wir eigentlich direkt einen Stein in eine Mauer gezogen? Hä? Okay, ich lass dich damit allein. Ich mach das, was ich am besten kann. Holz fällen. Na, komm schon. Jetzt tu halt da nicht so rumzuckeln. Oh oh. Ich hätte so gedacht, wenn die Mauer daneben kaputt gegangen wäre jetzt. Das wäre so hart gewesen. Sag's dir. So mit so, oh oh. Und dann... Ich glaub, der hätte es mich den Kopf kürzer gemacht. Ja, Team Schaden ist ja leider aus. Ach Gottes Willen. Was denn? Du Bitch. Ja, ich hab mich umgedreht, dann war das so ein... nicht mehr einer gestanden. Ich finde das aber lustig, dass so ein ganz dünner Bäumchen, weißt du, so... Ah, das war doch ein Headshot! So ein Mit... Oh nee, lol, das waren wirklich Sticks. Ha, was? Stirb! Du Mutterfucker! Ich bin neidisch auf deine CDs, gib mir diese. Oh shit, sind da viele. See. Obwohl, der ist eigentlich ziemlich altmodisch. Bräuchte eher einen USB-Stick oder so. Wer nutzt heutzutage noch die CDs? Wohin rennt der? Wohin rennt der? Gut, der rennt nicht in unsere Siedlung. Da bin ich ruhig. So. Dann brauche ich jetzt meine Axtlein wieder. Jetzt ist der Wald voll dicht, Alter. Der Wald ist total dicht. Er hat zu viel gesoffen. Ha. I'm good. So. Och Mann, das hasse ich so. Wenn du anfangen willst, einen Baum zu fällen und dann bist du nicht in der richtigen Entfernung und dann macht er einen schweren Angriff. Weil du drauf bleibst. Und dann ist die Ausdauer komplett weg. Oh, ich krieg's Katzen.
Ach, nicht schon wieder. Minno. Ah, das muss jetzt langsam reichen, oder? So, Loch ist wieder geflickt. Jetzt können wir wieder bei der Mauer. Warte mal. Ja, so viele Baumstämme haben wir gar nicht mehr gebraucht. Ja, aber das ging dann doch, also so 150. Also es ging dann doch relativ schnell, ne, eigentlich. Also was heißt schnell, ne? Also wenn man definitiv. Also uns kommt schnell vor, aber in Wirklichkeit sind es dann doch 2 Stunden eigentlich, die wir da hängen. Ja. Wieder keine Ausdauer. Wollte gerade sagen. Ach, jetzt geht's weiter. Genau, laufen wir weg. So, das müsste jetzt eigentlich echt reichen. Wow! Was? Cool! Oh, Alter, ich war gerade am Bau, mir spielt mich so eine Tante von hinten. Ich hatte gerissen. Warte, aber shit. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen draufknüppeln. Zack. Dann hier nehmen. Und rauf aufs Feuer mit dir, du Hexe. Hä? War da nicht ein. Hast du Knochen genommen? Nee. Ich habe hier eigentlich ein Feuer gemacht, die Leiche drauf geschmissen und irgendwie ist keine Knochen da. Futsch. Jetzt ist es so wenig. Da ist noch viel mehr. Kommt es viel mehr vor, was ich da gefällt habe? Ja, bist doch eh ganz fleißig. Ich hab da so einen kleinen Haufen gemacht. Oh ja, geil. Eben, als ich einen Haufen gemacht habe, dachte ich, dass es viel mehr waren. Aber naja, anscheinend. Der ist despawned. Ja, ohne Witz, ich dachte wirklich, so während ich sie aufeinander hau, dass irgendwie, wenn die ineinander liegen, dass da welche despawnen. So, ein, zwei Fuhren noch und dann ist fertig das Ding. Ehrlich geil. Geil. Meine Ausdauer ist auch schon zur Hälfte weg. Ach. Türe zu, Türen schließen. Ey, kannst du mal währenddessen nebenbei vielleicht den Garten auch noch fertig machen und die, also zwei Baumstämme für den Garten opfern und dann schon mal was einpflanzen? Weil das dauert eben, bis du das eigentlich wegst. Ja. Ja? So. Ja, die Baumstämme gehen langsam runter. Da ist zum Beispiel 133. Das geht. Wenn wir dann nach einer kleineren Erkundungszug weitermachen, dann geht das schon drin. Das schaffen wir. Ich glaube auch, dass wir das schaffen. Easy going. Eigentlich haben wir ja ein Open End, also wir haben ja keine Frist, wie viele Folgen wir haben. Ja, genau. So lange, wie es uns Spaß macht. Bis wir nicht mehr wissen, was wir bauen. Je nachdem. So. Oh, er war schon wieder fleißig. Ach komm, nee, jetzt. Hey. Ach komm.
komm jetzt, greif halt nicht die Mauer an, wenn ich greif. Wenn wir wieder angegriffen, oder was? Ja. Ey, es geht nicht. Ich brenne, der hat mich schon dran gesetzt, das sagt. Oh, ich bin gleich tot, ah! Ehrlich jetzt. Ich brenne, ich bin tot. Nein. Ohne Scheiß. Ja, bin einfach komplett ausgebrannt. Oh shit. Okay, das wird übel. Also das Fackeln so viel Schaden hier machen. Hier ist wieder ein Loch in der Mauer. Ach, halt die Fresse. Was? Ja. Alter. Wieso? Oh. Bist du da in der Nähe? Ja, ich komm grad. Alter, meine komplette Alter, was war das denn? Also das war... Ich hab die Fackeltypen leicht unterschätzen müssen, oder? Mann, jetzt haben wir schon hier... Oh. Bleib stehen. Headshot. Hey, ich hab... Ja, ich mitnehmen wir halt Medizin. Ach, du hast den Wagen mitgenommen? Okay. Was hab ich? Lolfus. Einen Wagen mitgenommen. Ach, da steht noch hin. Hä, hey, aber da ist nie ein Baum draufgefallen. Ich wüsste nicht, warum da... Warum ist da ein Loch? Ich habe hier gar nicht gefällt, Alter. Hä? Oder? Habe ich? Wobei es könnte... Doch, ja, doch, da ist ein Baum draufgefallen. Oh, Mann! Weil hier hinten liegen Baumstämme. Die sind hier komplett... Ach, die sind wahrscheinlich in der Welt rumgeflogen. Oh, Mann, ey. Ja, aber die kann ich eigentlich gleich... Ich tue die schon hier rein. Oh, die Mauer ist hier schon mal fertig. So. Jetzt eigentlich nur noch das Loch stopfen. Ah. So, warte. Freies Bauen 1. Eigene Wand? Nein. Wo ist die Mauer? Ach, ne, grundlegende Wand. Hä? Ach da. Verteidigungswand. Macht das direkt einen Anschluss? Nee, oder? Also nee, man muss nicht es frei hinbauen. Oh Mann. Ja. Nein. So, direkt neben dem Tor ist noch... Weiß nicht, ich glaube, dass das geht. Probieren wir es aus. Was sind noch viele Bäume? Eins noch. Ich brauche einen Baumstamm. Klammer hier mal schnell ein. Ja. Ja, ist okay, das sieht man nicht. Ist okay. Kann man lassen. Ist jetzt unsere Mauer echt fertig? Ja. Geil. Der Mauer ist fertig. Ja, die restlichen Baumstämme können wir ja schnell. Aber ich brauche jetzt ganz dringend was zu essen. Irgendwas mit Energie oder schlafen, obwohl es hier ist eh bald wieder Nacht. Ja, eigentlich schon. So. Ich leg mal ein Vögelchen drauf. Wo kannst du vielleicht für mich auch noch einen Vogel drauf tun? Ja, ich versuche gerade noch eins zu finden, aber ist gerade irgendwie keins da. Na Hasi, alles Rotschen, Kombatscha. Eigentlich hast du hier mal Knochen aufgehoben?
Nein, da müssten eigentlich voll viele da liegen. Sag mal, die spawnen die nach der Zeit, wenn wir die nicht direkt nehmen? Das habe ich letztes Mal schon gefragt, glaube ich, ne? Ich glaube, da muss man echt daneben, daneben stehen oder in kürzester Zeit da mal. So, ich habe keinen Hunger mehr. Wieso haben wir in diese Richtung eigentlich kein Tor? Es ging nicht. Ich konnte da kein Tor bauen. Achso, weil es zu schräg ist vielleicht. Ja. Ich hätte jetzt richtig Bock auf unseren Turm, ne? Oh, ich habe so Angst, dass wir da so voll viel Zeit investieren und klappt das mit dieser scheiß Treppe nicht. Zeilen. Ja, da habe ich auch voll Schiss, aber wir müssen es einfach machen, um zu gucken, ob es funktioniert, ne? Einfach um zu lernen. Darum geht's ja in dem Spiel. Ich guck mal wegen der Falle. Trial and Error. Die ist noch offen, leider. Ah, das war jetzt echt krass, wie lange es gedauert hat, bis die Falle ausgelöst hatte, ne? Ja. Aber die hat auch erst ausgelöst, als die Bäume weg waren. Ja, darum... Vielleicht doch mal irgendwo anders noch eine Falle bauen. Vielleicht so eher in Strandrichtung. Also nicht direkt der Strand, nein. Aber... Ich bin schon da, ich bin schon da. Jawohl. Perfekt. Ich liebe dich. Hast du gut gemacht. Oh, shit! Ah, nein! Oh, fuck! Ah! Nein, du brennst! Wenn's Wasser mit dir schon... Ich bin tot. Ah, scheiße! Aber das ist krass, wie viel Schaden die Fackel macht, ne? Von hinten, Alter, wo war der plötzlich, Alter? Holy shit. Aus dem Nichts. Weißt, gegen Mutanten, gegen 5, 6 Typis gleichzeitig kein Problem. Wir werden ein bisschen angezündet. Lol, der wirft! Der wirft Molotovs! Ich glaube, das ist, weil wir eine Mauer haben. Geh ich hier rein. Ciao, ich muss mich kurz heilen. Der hat so Tennisbälle, die brennen. Alter, die ganze Mauer habe ich ein bisschen kaputt gemacht. Was für ein Kack, also diese Molotow-Werfer, die die Nerven ja richtig hat. Das Krasse ist, wenn du nicht in der Nähe bist vom Wasser, bist du sofort tot, ne? Hast du keine Chance? Ja. Holy ich habe ja meine komplette Rüstung verloren. Ich hatte ja die Hälfte voll. Und dann mein komplettes Leben runter. Das war jetzt echt unschön. Ach, so schön, dass du rumleuchtest. Ist nicht deine Leiche besser. Oh, meine Güte. Aber dass wir immer noch so Probleme haben eigentlich, ne? Also, was denn? Was meinst du? Man beginnt eigentlich nicht sich sicherer zu. Ja doch, ich fühle mich schon also ein bisschen besser wie damals, fühle ich mich schon. Aber das war jetzt das erste Mal. Ja, aber das war jetzt das erste Mal so richtig, dass ich gestorben bin, weil. Ja, gut, mich angegriffen auch öfters ja, das war dann immer so blöde Situation, aber das war wirklich mal so aus nichts heraus. Einfach mal wirklich ein Kampf aus dem Nichts heraus. Weil da war, du hast den einen gehabt und da habe ich auch drauf gezielt und dann drehe ich mich um und plötzlich stand da einer und dann ziele ich auf ihn und urplötzlich brenne ich. Da kam entweder von hinten ein Molotow oder der hat mich geschlagen von hinten. Aber aus der Richtung kam ich ja. Das hat mich jetzt richtig gewundert irgendwie. Ich muss mal kurz einen Abend warten, ne? Ich weiß nicht, wenn man schläft, nicht, dass das irgendwie dann schlimmer wird. Ich sammle jetzt mal alle Knochen ein, nicht, dass da... Und tu die gleich... rein. Naja, wenn wir genug Stoff haben, dann können wir, glaube ich, beide unsere Rüstung vollhauen. Mit Knochen. Ja, das ist dann relativ easy dann. Aber es ist halt wieder sehr stoffabhängig. Ja, übel. Irgendwo hatten wir mal eine Höhle, wo wir haufenweise Stoff hatten, das immer wieder gespawnt ist. So Kisten. Das könnte man auch einfach mal markieren, ne? Solche Höhlen. Weil die spawnen wahrscheinlich immer wieder und dann könnte man da mal. Ja, so, ich würde jetzt mal schlafen, weil es schon relativ lange Nacht ist. Ja. So. Tod wegen Verhungern.
Gut, von aber der ich, Zeit, ja. Ja, von der Zeit her würde ich auch eigentlich direkt eine neue Folge beginnen. Ich immer noch. Ja, so einen richtigen Plan habe ich jetzt nicht. Ich weiß gerade nicht, mit was ich weitermachen will, weil wir haben so viel offen. Ich habe Bock eigentlich den Turm zu bauen, aber ich würde auch gerne mal wieder was anders machen. Aber ja, da wird die nächste Runde, die nächste Folge wird sich dann wieder nur aufs Air richten. Für die nächste Tour oder Höhlentour, Stoff organisieren oder Inseltour. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Auf alle Fälle ist die Mauer fertig. Das ist schon mal cool. Warte, ich brauche. Also wir können echt ein bisschen auf der Insel rumgucken, um diese Dinge wegzusprengen. Die erste Tat ist, wir könnten gleich zu diesem gelben Ding hinterlaufen und das schon mal wegspringen. Und da haben wir noch eins offen, da hinten ist auch nochmal gelbes. Also zwei Wegsprengdinge hätten wir eh schon noch. Zwei Wegsprengdinge. Ja, ich weiß dann nur nicht, wie es. Es sieht schön aus. Sag mal. Sieht wandervoll. Die Frage ist halt, wie sinnvoll ist denn jetzt ein. Ich glaube, Höhlen sind halt generell da wahrscheinlich ein bisschen profitabler. Ja, das schon, aber ja. Also vor allem, wenn man nach Stoff sucht oder so. Cool. Gefällt mir. Kriegt ein Like. Hast du gut gemacht. Like. Du hast gut gefällt. Sieht gut aus. Alter, tu mal deine Kackfresse aus meinem Bett raus. Ich möchte mir diese schöne Siedlung anschauen. Schau mal vor. Was? So, gut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.